Es wird der Moment kommen. Der Moment, an dem du glaubst, es geht nicht mehr. Dein ganzer Körper wird brennen mit dem Feuer von 1000 Sonnen. Deine innere Stimme wird zittern, dich anflehen, schreien, dass du nicht mehr kannst. Hör nicht darauf. Hör nicht darauf und du wirst sehen. Halt dir dein Ziel vor Augen, deinen Traum und du wirst sehen. Du wirst sehen, dass du immer noch Reserven hast. Dass du über dich hinauswachsen kannst. Es gibt kein Zurück, kein Aufgeben. Gib niemals auf. Nur wenn du dich selbst besiegst, deine eigenen Grenzen überschreitest, kannst du die beste Version deiner selbst werden. Und wenn du sie dann überschreitest, wirst du sehen, dass das Unmögliche möglich wird. Ich bin der Beste, ich schaff alles, ich bin eine Vollmaschine. Yeah! Woo! Let's go! Kein Problem, genau. Ja, eine halbe Stunde in etwa. Wie bitte? Gedicht? Was meinen Sie? Okay, danke. Wiederhören. Kasim, was los? Ich bin zwar ein gutes Vorbild, aber so gut und auch wieder nicht. Ey, was für ein Scheißtag. Ja, wird doch leider nicht besser werden, Matrose. Hier ist der Hauptmast schon am Brennen, alle Segel sind gesetzt. Aye, aye, Captain. Mach dich mal auf die erste Ladung bereit, okay? Man kann uns nicht mehr finden, also denkt man, wir sind tot. In einer Welt von Blinden ist der König der Zyklop. Sowas kannst du nicht erfinden, Mann, die Stadt, in der ich wohne. Doch ich würde nie verschwinden, nicht mal für 1 Million. Denn ich hab lieber Pain als den Plastik. Ich hab lieber Pain als den Plastik. Meine Stimmung ist gedreht, 180. Alles ist fake, doch das macht nichts, kein Hate. Nur die Wahrheit liest mir von den Lippen ab. Dieses Life hat nicht nur Narben ins Gesicht gemacht. Jahrelang an dich gedacht. Mein Opa war ein mies gelaunter Wikinger. Der beste deutsche Rapper ist ein Wittener. Denn ich höre lieber Pain anstatt Plastik. Pain ohne Maske, Stimmung ist gedreht, 180. Die Nacht wird zum Tag, das Haze wird zu Asche. Wir produzieren Pain und kein Plastik. Straight aus der Nachtschicht, lies zwischen den Scheißzeilen. Wir schrien so tief in den Wald rein, das Echo hat mir mies seine Ge- Ich hab hier. Setz dich. Was ist das Höchste, was du je bei einem Münzwurf verloren hast? Was? Was ist das Höchste, was du bei einem Münzwurf je verloren hast? Ja, ich verstehe nicht, was. Kopf oder Zahl? Kopf oder Zahl? Ich hab noch gar nichts gesetzt. Doch, hast du. Dein ganzes Leben lang. Du weißt es nur nicht. Kopf oder Zahl? Hör mir gut zu. Diese Münze wurde 2002 im Bayerischen Münzamt geprägt als eine von 431.890.000. Das heißt, sie ist 19 Jahre lang um die Welt gegangen, damit sie heute hier in diesem Moment an diesem Ort ist, damit ich dir die Frage stelle, Kopf
oder Zahl? Was kann ich gewinnen? Alles. $0.50. Fucking Geizhals. Jo, alles gut bei dir? Alles gut, Diggi. Kannst du so überhaupt trainieren, Mann? Mal gucken, ne? Kellig, Alter. Egal, Mann. Muss man das Beste draus machen. Was muss, das muss. Das sagt meine Mutter jedes Mal. Aber heißt es nicht... Ihr steckt die leichten Matrosen also, ha? Huh? Ihr habt unter Deck mit euch, Männer. Das Telefon hört nicht auf zu klingeln. Herr Lars, ich habe gerade mit dem Machi geredet. Wir brauchen einen neuen Arbeitsplan. Zumindest für diese Woche. Okay. Alles klar. Cool. Ey, Hadi Bakalim, lass reingehen, ein paar richtig knusprige Plays machen und dann... Du weißt Bescheid. Hey, probt euer Theaterstück woanders, ihr Penner! Schick deine Mutter runter, wir brauchen noch eine Soufflöse. Was meine Mutter, so fliegt ihr euch mal gegenseitig die Schwänze. So kommst du nicht runter und machst den Fluffboy, ha? Die 100 Kilo Fluffboy kannst du doch gar nicht handeln, Alter. Ja? Ja? Komm her, du Schluck Spülwasser! Junge, an deiner Stelle würde ich den Mund mal nicht so voll nehmen. Nee, das machst du ja dann schon. Pass mal lieber auf, mein Junge, ich hab die Herdeslippen Hamburg. Ja, jetzt geht euch die Düse, was? Ich nutze euch die Säcke, Schrumpfleck! Vielleicht war es nur ein Dream, alles für mein Team. Aber Preseason-Hustle gibt mir gerade Energie. Bin ein Young MVP. Vielleicht schaff ich's nach New Orleans. Und vielleicht war es nur ein Dream. Erfolg fällt, das ist meine Eminem-Show. Genug gestruggelt, Boys ready to go. Vielleicht nicht der nächste Deutsche in einem Packers-Trikot. Trotzdem Young ist MVP.